Hi und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Vampirfamilie Fong. Und das hier ist unsere liebe kleine Anka, die ja irgendwann auch noch zur Vampirin wird. Ich mache einfach mal schon mal weiter und gucke mir nochmal an. In 6 Tagen wird sie auf jeden Fall älter. Wir haben heute Freitagnachmittag. Sie müsste noch die Zusatzhausaufgaben machen, aber ich habe sie jetzt erstmal hier ein bisschen üben geschickt. Das soll sie ruhig noch weitermachen. Wir haben 2 Katzen da und unsere, ja, 3 erwachsenen Vampire. Die Saskia, die malt und um sie geht es im Grunde ja immer noch. Wir müssen hier die 14 Tage noch vervollständigen. Und dann bin ich erstmal mit der Vampirfamilie fertig. Dann werde ich mal, ja, schauen, wie es dann weitergeht. So, was machst du denn hier? Also die Valerie, die finde ich wirklich total süß und total goldig. Oh, was ist das für ein Bild? Hatten wir? Das kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Ah ja, unser Fabio, der spielt Schach. Möchte sie gebadet werden oder was? Kann ich Katzen baden? Nö. Komischerweise nicht. Also nee, es geht hier nicht. Ich kann sie nur bürsten. Genau. Ja, mehr geht irgendwie nicht. Naja gut. Übrigens gibt es auch ein neues... Warte mal, ich muss mal gerade gucken, damit ich richtig bin. Genau, ich habe ja immer so die Haushaltssammlungen, wo ich gerne sammle im Grunde. Hier in der Familie jetzt eigentlich weniger, zwar in der Legacy Challenge irgendwie mehr. Ihr seht, ja, My Sims, das habe ich zumindest ein paar Metalle. Wir sind noch nicht so weit, so gerne oder so oft unterwegs gewesen, um solche Sachen zu sammeln. Postkarten, wo haben wir denn die her? Das könnte ich eigentlich mal wirklich mit der Familie mal ein bisschen angehen. Fossilien, okay. Das waren die Mikrobilder. Upsala, so, kommt, lass mich zumachen. ein paar Fische, weil wir ja auch angeln waren, das stimmt. Und was jetzt aber neu ist, was ich eigentlich zeigen wollte. Ach Gott, bei den magischen Bohnen habe ich hier auch. Genau, das sind diese Federn. Ja, das sind so Sammelobjekte. Allerdings braucht man da eine ganz spezielle Katze, die das nach Hause bringt. Und ich habe das leider nicht vorher gewusst, sonst hätte ich tatsächlich mal solch eine Katze erstellt. Also die muss irgendein ganz bestimmtes Merkmal haben. Wow, also du hast ein Superman-Bild hier gemacht. Selbstsicheres Gemälde. Ah ja, okay. Ja, es gefällt mir zwar sehr gut, aber wir brauchen das Geld. Deswegen gehst du auch direkt das nächste Bild malen. So, Luisa. Unsere liebe Luisa, habe ich ihr jetzt eigentlich einen Job gegeben? Ich weiß schon gar nicht mehr. Doch, ja. Oh, irgendwas ist kaputt gegangen. Ach, das hier. Dann reparier es gleich mal. Okay, super. Schreibfähigkeit Level 4. Genau, ich habe ja die Kritikerin gemacht. Und dann bin ich mal einfach gespannt. Vielleicht können wir sogar Sachen machen, die wir von zu Hause aus mal machen. Das hier ist auch kaputt. Mann. Enrico. Oh. Enrico, du musst zur Arbeit. Seit 14 Uhr. Naja gut, ein bisschen spät bist du dran. Ich weiß nicht, ob es jetzt reicht für die Beförderung, aber gucken wir einfach mal. Das Zimmer gefällt mir hier irgendwie, seitdem ich die neue Tapete und so habe, irgendwie viel besser. Es ist total warm und total cool irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, die Weihnachtssachen weiß ich nicht. Können wir bald wegräumen. Wobei es ja immer noch so heiß. Bis zum 6. können wir es ja stehen lassen. Deswegen lasse ich das jetzt gerade nochmal stehen. Ja, Kerzen und so. Wo ist denn unser Jack? Oh, was ist mit dir? Was ist los? Ja. Was ist mit dir los? Saskia, sei doch mal so lieb und frag sie einfach mal zwischendurch, was los ist. Da draußen war Jack, ne? Ja. Mal gucken, was sie sagt. Warum? Oh, sie ist eben auch unwohl. Ah, ich habe Hunger. Okay. Ja, dann guck doch mal. Ich verstehe das nicht, warum die Katze das immer nicht... Okay, warte mal. Tier zum Fressen rufen. Valerie. So. Ich weiß gar nicht, warum die so Probleme haben, an diesen Napf zu gehen. Und Jack wahrscheinlich auch.
dem ist auch unwohl. So, wunderbar. Dann können wir den Jack auch nochmal gerade fragen. Warte mal. Ist der umgeblieben? Ja, ne? Da ist er. Was ist los? Wahrscheinlich auch Hunger. Wir brutzeln hier draußen. Dranbleiben. Ich glaube, er hat auch Hunger. Kann das sein? Ich habe jetzt nicht ganz so gut hingeguckt, glaube ich. Ah ja, so. Tier rufen zum Fressen. So, Jack. Geh mal auch das essen. Dann müssen wir hier noch einige Zauber machen. Guck mal, hier, das kannst du mal reparieren. Und, Saskia geht vielleicht das hier mal reparieren. Es geht momentan alles kaputt, super. Luisa. So, du musst erst wieder um 10, wobei jedoch Samstag um 10. Okay, wir haben 16 Uhr. Ihr geht es soweit gut. Ich würde jetzt mal, warte mal, mal so sagen. Ein verführerisches Gesicht kannst du mal auflegen und deine dunkle Meditation. Und ich bin am Überlegen, ob wir ihr nicht doch mal noch einen jungen Mann suchen. Ich weiß allerdings nicht, zum Essen oder... Ja, ja. So, wirf das mal weg. Ihr geht es soweit gut, wobei ich auch sagen kann, so, isst jetzt das mal. Guck mal, zwei Stück, du hast genug drin. Und danach können wir nochmal eine Plasma-Chain machen. Getränk zubereiten. Plasma-Chain. So, was ist mit dir? Was war da? Achso. So, geh mal schlafen. Du sollst nicht auf der Couch schlafen. Du hast ein Bett dafür. Komm schon. Ihm ist noch irgendwie unwohl. Ach so, wegen Luisa gerade, oder? So, das hier geht automatisch. Ich weiß es gerade echt nicht. So, du gehst nochmal Teile plündern. Ach Gott, wie süß. Jack, warum schläfst du denn hier? Wir müssen uns um den Garten auch noch kümmern, aber um die Zeit ist es halt ein bisschen doof. Ja, dann mach das doch mal weg. Guck mal, überall ist bei ihr ein Rot irgendwie drin. Ich weiß auch nicht. Oh Gott, wirklich sehr häufig der Fall. Das wusste ich gar nicht. Müssen wir mal überlegen. Ah, das, guck mal, den Johnny können wir. Johnny habe ich zwar aus einer, in einer anderen Reihe auch schon gehabt, aber da war jetzt kein Minus. Oder den Don. Ist aber schon erwachsen, der Johnny wahrscheinlich mittlerweile auch. Das ist auch ein Erwachsener. Sergio. Der wäre doch mal cool. Aber ich weiß, die ist, also ich kann mir vorstellen, dass die bald eigentlich älter werden. Das sind alles rot. Daijin, der ist auch rot. Kabir. Schade. Also würde sonst dort stehen. Ja, genau. Junger Erwachsener. Oh, Edward. Ah, der ist sogar Kritiker, genauso wie ich. Ist auch frisch gebackener Vampir. Nachbar, Kollege. Edward Nachtschatten. Ist er verheiratet? Ich weiß es gerade gar nicht. Patrick ist eigentlich auch junger Erwachsener. Das ist ja, den haben wir zum Vampir gemacht, wenn ich mich noch richtig erinnere. Einladen auf aktuellen. Genau. Wir können hier mal gucken. Ich kann ja mehrere auch haben. So, wie geht es dir, meine Liebe? Okay. So, Kreativität, das habe ich halt ein bisschen damit erhöht. So, geh mal auf die Toilette. Und gucken wir mal, was wir im Kühlschrank haben. Ich wollte gerade Reste nehmen, aber... Oh ja, das Letzte, was noch da ist. Hallo, Patrick. So, ich möchte mich mal hier lustige Geschichte erzählen. Vampirwitz machen. Komplimente über Aussehen. Vampirtraining anbieten. Mal gucken, was wir mit ihm anstellen können. So, Jack, wo bist du? Wo ist er denn? Ach, Jemine.
Füllen, Schüssel füllen. Okay, mal vielleicht, weil Jack, glaube ich, Hunger hat. Hatte der vorhin nichts gegessen oder nicht genügend? So. So, und jetzt ruf ihn nochmal. Und wir wollten unser Bild fertig machen, ne? Fortsetzen. Anka, du solltest doch weiter. So. Ich habe nicht gesagt, dass sie aufhören soll. So. Saskia. Doba Harfin. Oh, Nerfa. Ja, ihm ist schon ganz, ganz schwindelig und so. Von Ideen erzählen? Wie gut kennen wir uns denn schon? Naja, geht so. Neue Erfindung beschreiben. Lieblingsautor. Okay. Mach es mal weiter. Wie ja. Hier ist es so schön, die machen das selbst schön. Oh, wir haben ein Meisterwerk. Yay, dafür kriegen wir hoffentlich viel Kohle. Naja, knappe. Ja, ich will das verkaufen. Ich würde doch noch gerne ein bisschen umbauen hier in dem Haus. Und dazu braucht man ein bisschen Geld, deswegen mal gleich das nächste. Ich habe ja hier schon so ein bisschen umgebaut. Das ist ja Luisas neues Zimmer und ich wollte, glaube ich, noch ein bisschen was anderes machen. Oder dazu machen oder ich weiß es selbst schon gar nicht mehr. Was wollte ich denn? Nee, ich wollte auch die Küche umbauen. Genau, da wollte ich neue... oder das einfach mal anders farblich gestalten. Oh, guck mal. Spielt ihr miteinander? Ich hoffe. Komm, Jack, hinterher. Oh, er ist neugierig und beobachtet das. Dieses Merkmal war, glaube ich, irgendwas in der Art Freigeist oder so. Auf jeden Fall, die Katzen bringen halt dann irgendwelche Väter nach Hause. Man hat nicht gemacht, dass sie einem den ganzen Vogel bringt. Ja, weil ich habe das schon ein bisschen gespielt gehabt, anderweitig. So, die Stiefel sind voll cool. Kuzip. Oh, guck mal, das können wir eigentlich wegmachen, weil das ist gar nicht mehr deins. Oder guckst du mal hier? Hast du schon später für später. Und guck mal. Oh. Ich weiß jedes Mal nicht, dass die... Guck mal. Das ist tatsächlich auch so die Vampirfamilie. Oh. Enrico, juhu. Ich glaube, die beiden verstehen sich ganz gut, oder? Gucken wir mal, was er so sagt. Ich frage ihn noch mal kurz, ob er Single ist. Und an normales Leben zurückdenken. Über Vampir-Dasein grübeln. Sei er Single. Na dann. Kompliment hatten wir, glaube ich, schon gemacht. Ein bisschen flirten einfach. Hier geht es nämlich ein bisschen hoch. Ich weiß gar nicht, kennen wir ihn schon so gut, dass wir wissen? Nee, unbekannte Merkmale. Und ich weiß auch nicht, was er für eine Karriere hat. Wenn er denn eine hat. Er liebt die Natur, super. Stehen sich angezogen zu fühlen. Bitte nein, die ziehen Orgel, das ist schnell. Nein, ich möchte... Oh, Treffpunkt empfehlen. Oh, guck mal. Museum Bar. Guck mal. Oh, wo geht er hin? Räumt er uns auf? Ich glaub's nicht. So, was ist denn mit dir? Oh, was? Du hast unheimlich und sehr viel Durst. Jo, dann gucken wir mal, ob wieder mal jemand in der Gegend ist, den wir beißen könnten. Warte mal, da ist einer. Ich glaube, das könnte sogar noch ein...
Nope. Kann ich von einem Vampir gebissen werden? Na, dann gucken wir mal weiter. Das habe ich mit mich verwechselt. Jay Huntington. Oh, weiß ich gar nicht. Den haben wir schon gebissen. Das hier ist Anaya Young. Ja, die geht schon zu weit weg wahrscheinlich. Weiß ich aber auch nicht. Ah, guckt mal. So. Ich weiß nicht, ob ich sie noch erreiche. Oder geht es hier nicht irgendwo raus? Komm her, bevor sie weg ist. Oh, Patrick muss los. Och Mann. Oder der Typ hier. Den kennen wir doch auch irgendwo her. Jetzt mach doch mal hin, Enrico. Wenn's... ja, jetzt ist sie weg. Aber dieser Typ, nee. Der ist Vampir. Wir haben schon zu viele Vampire gemacht, Leute. Was machst du denn hier? Achso. Okay, dann müssen wir es mal anders machen. Ich gehe mal hier runter. Und wir machen mal Bestellung. Achso. Oh, das können wir aber auch machen. Warte mal. Knallbonbons, ich will mal wieder... Komm, wir machen mal 10 Knallbonbons. Wir haben jetzt... Achso. Ja, macht aber auch selber. Warte mal. Komm, ich mein Haushalt. Nee. Also Vampirgeheimnisse. So, Plasmabeutel bestellen. Wir bestellen uns mal 12. So, und dann möchte ich aber noch was bestellen. Bücher. Auswahl. Das kaufen wir auch nochmal. Sie singt, wie schön. So, Oh, wie süß sie singt, oder? So gut. So, du trinkst nochmal gleich eine zweite Portion. Und, ich wollte... Upsa. Eins, zwei... Und ich gebe Luisa auch gleich mal 2. Oder 3. So, ihr auch. So. Genau. Und die hier möchte ich eigentlich Anker geben. Und die hier möchte ich ja auch ihr geben. So. Dann haben wir mal aufgeräumt. Habe ich jetzt eigentlich alles für meine Arbeit? Ja, genau. 10 Uhr muss ich arbeiten und mir geht es gut. Ich habe Durst ein bisschen. Okay. Dann würde ich mir sagen, ich kann auch eins trinken hier. Haben wir eigentlich eine Plasma-Chain gemacht? Keine Ahnung. So. Ständchen bringen. Oh, deinem Mann ein Ständchen bringen? Sie hat wirklich super wieder abgenommen. Ja, sie hat ja unheimlich trainiert. Es geht bei den Sims mal so schön schnell. Ein Tag gut trainiert und schon ist man wieder ganz schlank. 5 Tage, yay! So, ich glaube, an dieser Stelle sage ich dann auch mal ein Tschüss und bei. Lass es dir gut gehen. Wir haben noch 9 Tage. Ja, bis zum nächsten Mal dann. Eure Sakinalaut.